Hallöchen. Mein leckerer grüner Saft, den ich mittags immer trinke. Allerlei Grünzeug von der Wiese. Zitrone und Gurke und Staudensellerie, genau. Ja, ich möchte dir heute erzählen, wie ich aus Versehen zur Rohköstlerin geworden bin. Aus Versehen, du wirst merken, weil ich war eigentlich nicht auf der Suche danach. Ich wollte eigentlich abnehmen. Ja, ich gehöre zu den Menschen, die sehr, sehr lange übergewichtig waren, die ihr Leben lang eine Diät nach der anderen ausprobiert haben. Und ich wurde als Kind gehänselt und habe ganz wenig Selbstvertrauen gehabt und ja, war, glaube ich, so ein typisches, dickes, gehänseltes Mädchen. In großen Klamotten bin ich rumgelaufen, also Übergrößen, damit man es nicht so gesehen hat. War wahrscheinlich dann eher noch schlimmer. Ja, und irgendwann, das war schon nach meiner Heilpraktika-Ausbildung und nach den ganzen vielen tiefen Prozessen, die ich gemacht habe, wo ich jeden Stein meiner Seele hochgehoben habe und wieder neu sortiert habe. Und ja, und auch während der Ausbildung, während der Heilpraktika-Ausbildung, war es die Pflanzenheilkundelehrerin, die zum allerersten Mal die Ernährung mit einbezogen hat in den Heilungsprozess, weil ich hatte damals immer Verstopfung und Durchfall im Wechsel und sie meinte, lass doch mal die Milchprodukte weg. Kurz zu meiner Geschichte, also ich war zwischen 15 und 25, jetzt klettert hier eine Ameise hoch, zwischen 15 und 25 war ich Vegetarierin und dann war es für mich wie eine Befreiung, dass ich wieder alles gegessen habe. Das war so, dass ich da ja, dieses Vegetarier-Sein, natürlich einerseits wegen der Tiere, aber andererseits habe ich gemerkt, war es auch eine Revolution gegenüber meinen Eltern, weil ich auf jeden Fall nicht so sein wollte wie sie. Und das war halt was, wo ich mich deutlich unterschieden habe, weil, ja, Vegetarier gab es damals noch nicht, als ich 15 war, also nicht in meinem Umfeld. Und damit war ich schon gut anders. Und als in der Pubertät, wo man sein Ich, seine Eigenständigkeit erfahren will, da war das für mich total wichtig. Und ja, das war wie gesagt das erste Mal so mit dieser Pflanzenheilkundelehrerin, lass mal die Milch weg. Und dann habe ich natürlich durch die Diäten irgendwie versucht abzunehmen und da habe ich auch manchmal Sachen weggelassen. So, ich habe ja auch war ja auch zuckersüchtig und habe da auch einige Videos zu gemacht, verlinke ich dir mal in der Infokarte. Und ja, dann kam ich an so einen Punkt, die Zuckersucht lag schon hinter mir, wo ich mal wieder abnehmen wollte. Und diesmal, diesmal war ich echt an dem Höhepunkt meines Gewichtes. Mir ging es damals auch nicht so gut. Es war eine kriselige Zeit in meinem Leben. Und ich war schon auf den Trichter gekommen, dass ich nicht mehr abnehme für andere, sondern für meine Gesundheit und für mein körperliches Wohl, also für mein Wohlbefinden, mein seelisches. Und es war auch wichtig, dass ich, das kommt ja dann erst später, das erzähle ich gleich. Also für mein Wohlbefinden und ich habe schon gemerkt, okay, alleine essen, irgendwas weglassen, funktioniert nicht, Sport ist auch wichtig. Und habe mir also 2015 war das so ein Plan aufgestellt, wie ich halt ganz viel abnehmen kann mit Sport und Fastentag und dergleichen. Und habe mir damals immer so bunte Tellerchen gemacht. Ich habe zu diesem Zeitpunkt alles gegessen. Also Fleisch, Milchprodukte, Gemüse, Obst. Obst habe ich schon immer geliebt. Und hatte mir immer so kleine, große bunte Tellerchen gemacht, also viele Kleinigkeiten, die ich dann verspeist habe und war da sehr einfach, so von dem,
Also das waren dann Gurkenscheiben, Tomatenfrische und eine Avocado und dann vielleicht noch so ein Reis oder eine gekochte Kartoffel dazu. Und dann habe ich auch viel Salat gegessen und habe mich dann bei YouTube so ein bisschen durchgeklickt. Freunde von mir, die hatten immer das mit den grünen Smoothies. Die haben mir immer nicht so geschmeckt, deswegen war ich dann irgendwie bei Obstsmoothies gelandet und hatte aber gedacht, ich probiere noch mal, schaue noch mal nach Rezepten und so und bin dann beim Rohkost einmal eins gelandet, weil ich halt diese, ja, weil die Rezepte hatten für grüne Smoothies. Und dann bin ich auf Silke Leopold noch gestoßen und irgendwie kam dann auf einmal so die Rohkost in mein Leben. Und ich habe dann auf meinen Teller geguckt und habe gemerkt, so Mensch, das ist ja schon fast alles roh. Ich probiere mal aus, wie das ist, wenn ich alles roh mache. Weil ich gemerkt habe, wenn ich alles roh esse, dann kann ich total viel essen und ich nehme trotzdem ab. Ich habe dann ganz exzessiv ein halbes Jahr lang 100% Rohkost gemacht, Gourmet-Rohkost, habe alles umgewandelt. Also Nudeln mit Tomatensoße wurden dann auf einmal Gurkenspaghetti mit einer rohen Tomatensoße. Und ich habe mir Kuchen imitiert oder Energiebällchen gemacht. Ja, und alles war roh und es war, ich war total beeindruckt, dass ich damit so, dass ich so viel essen konnte und trotzdem abgenommen habe. Hat natürlich auch der Sport noch unterstützt, ja. Und ich habe das dann ein halbes Jahr durchgezogen und irgendwann kam dann wieder dieser Punkt von dem Verzicht. Ja, dass ich das Gefühl habe, oh, ich muss auf so viele Sachen verzichten, auch wenn ich die imitiert habe. Ist ja doch nicht das, wie ich es gewohnt bin und so. Und es war dann Winter sozusagen nach einem halben Jahr, Rohkost, reine Rohkost. Und habe dann gedacht, okay, Winter, ein bisschen softer, Hauptsache ich halte das Gewicht. Und habe dann auch wieder gekochte Sachen gegessen und war dann aber schon im Sommer immer auf diesen Rohkost-Potlucks. Einmal im Monat, weil ich gemerkt habe, das unterstützt mich total. Es gab in meinem Umfeld niemand, der sich so ernährt hat. Und ich habe halt gemerkt, das bringt mir was, das verändert was, das macht was. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren auf diesem Rohkostweg. Also es hat mich nicht mehr losgelassen, aber ich habe halt gemerkt, es ist ein Weg. Die alten Konditionierungen von 35, 36, 37 Jahren sind nicht einfach aus der Welt zu schaffen. Es gibt viel zu übersetzen im Kopf, es gibt viel zu spüren und zu erfahren, um wirklich dabei zu bleiben. Aber das Entscheidende, was wirklich seitdem mich dauerhaft dabei sein lässt, ist, ich verzichte nicht mehr auf irgendwas. Ich habe nicht mehr das Gefühl zu verzichten, weil ich meine, ich habe mich auch in der Zeit weiterentwickelt. Ich habe halt gelernt, immer besser auf meinen Körper zu hören, was dem gut tut. Und er freut sich einfach, wenn ich leckere Melone esse. Und auch meine Seele, ja, nicht nur der Körper, auch die Seele freut sich, wenn ich gesunde Sachen esse. Ich habe gemerkt, wenn ich so einen Kuchen esse, so einen konventionellen, dann macht mich das schlapp und ich fühle mich irgendwie nicht so gut danach. Ja, und wenn ich aber leckeres Obst esse, dann freut mich das. So, ja. Also, und es war natürlich nicht von Anfang an so, ja. Am Anfang habe ich auch viel dichtere Sachen gebraucht. Aber mit der Zeit verändert sich das auch, so dass ich auch jetzt schon von Dingen satt bin, die mich vielleicht vor 1,5 Jahren noch nicht satt gemacht hätten. Ja. Genau. Und weil ich einfach merke, wie gut mir das tut, auch die vegane Ernährung, bin ich einfach dabei geblieben und gehe da weiter. Und ich weiß, da gibt es noch super viel zu entdecken. Seitdem ich mich vegan ernähre, sind zum Beispiel all meine Selbstmordgedanken weggegangen und ich merke, dass ich viel vorurteilsfreier spreche. Weiß nicht, warum ich das in Zusammenhang bringe, aber ich tue es. Und also in mir ist einfach ein viel größerer Frieden, nicht mehr die Gewalt und der Tod der Tiere, die ich in mir trage. Aber auch so, also wie gesagt, mein Gewicht kann ich halt seitdem halten, beziehungsweise es geht kontinuierlich nach unten. Und ich fühle mich einfach wohl bei der veganen Ernährung. Und auch das Schöne, ich habe jetzt in meinem Umfeld sehr viele Rohköstler, sehr viele Veganer und ich merke, das sind Menschen,
die, denen ich sehr ähnlich bin. Und deswegen umgebe ich mich sehr gerne mit denen. Ja, wir sind auf ähnlichen Pfaden unterwegs, alle bewusst und an sich arbeitend oder einfach, ja, die wollen einfach ein erfülltes, glückliches Leben führen, so wie ich auch. Und es ist schön, da einfach gemeinsam diesen Weg zu gehen. Also ich kann ja die Rohkost sehr ans Herz legen. Die Gemeinschaft, die da drum herum ist, ist auch wunderbar, sehr, sehr herzliche Menschen. Und ja, das alles hat dazu geführt, dass ich immer noch dabei bin und auch den Weg jetzt in absehbarer Zeit nicht wüsste, warum ich das aufhöre. Ja, also, das war jetzt mein zufälliger Rohkost, wie ich zufällig zur Rohköstlerin geworden bin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist und wenn du Fragen hast oder eine Meinung, dann schreib gerne einen Kommentar und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das auch noch. Dann kannst du, ja, bist du immer informiert, wenn neue Videos rauskommen. Also, ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Herzlichen Dank und alles, alles Liebe für dich. Ciao.